Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur Rezension von Die Merston-Trilogie von Maul Pete aus dem Piper Verlag. Das Ganze hat 320 Seiten, ist ein Urban Fantasy und das Taschenbuch kostet 12,99 €, das E-Book kostet 99 € und das Hörbuch 17,95 €. Genau. Das ist eine Trilogie in einem Band. Steht auch schon auf dem Klappentext. Und hier geht es um Philip Murdstone. Er ist Autor für so Dramenromane. Ja, also in seinen Romanen spielen halt Kinder eine Rolle, die eine Behinderung haben und dann als große Helden aus sich rausgehen. Und er hat da mit einem Roman eben einen so einen richtigen Brüller gelandet, der gut verkauft worden ist. Und aber dadurch, dass er immer halt eben dasselbe schreibt, verkaufen die Sachen sich nun nicht mehr. Und seine Agentin ist der Meinung, dass er in die Fantasy-Schiene reingehen soll, denn Fantasy wird sehr gut verkauft und geht durchweg wie in die warmen Semmeln. Und zwingt ihm sozusagen die Fantasy-Richtung auf. Philips Problem ist, dass er Fantasy nicht leiden kann, geschweige denn der Hobbit und Herr der Ringe, Mittelerde und findet er eigentlich zum Kotzen und soll nun ein Fantasy schreiben. Er geht in seiner Verzweiflung in die Bibliothek, holt sich da ein paar Bücher, um da reinzuschmökern, um sich da in dieses Element Fantasy eben einzuarbeiten und wird aber damit irgendwie nicht ganz warm. In seinem Frust geht er in seine Kneipe, wo er wohnt. Er wohnt in so einem ländlichen, ich glaube, wir spielen hier, sind wir hier in Irland? Ha! Siehst du, ist mir entflogen. Auf jeden Fall Irland, Schottland, Großbritannien, irgendwie so in dem Bereich sind wir hier. Und er geht in seinen Pub und besäuft sich da. Besäuft sich da regelrecht richtig. Und auf seinem Nachhause-Torkeln will er noch nicht nach Hause, weil da warten ja diese komischen Fantasy-Schinken auf ihn. Und deswegen beschließt er kurzerhand, sternhagelvoll noch einen Umweg zu machen und bei den Steinhaufen vorbei, die dort an so einem Spazierweg eben sind. Und denen Steinhaufen sagt man eben magische Kräfte nach, die sollen angeblich alles heilen und man findet halt hier auch gelegentliche Kondome, weil hier halt die Jugendlichen ihren Spaß treiben. Und Philipp geht eben zu so einem Steinkreis und sackt dann an so einem Steinhaufen zusammen, sternhagelvoll im Endeffekt, und trifft auf einen Kobold. Dieser Kobold hat seine Hintergedanken und bietet eben Murdstone einen Pakt an, in dem er auch einwilligt, nichts ahnend, auf was er sich im Endeffekt einlässt. Denn dieser Deal ist ein faustischer Deal. Und trachtet ganz gewaltig nach Murdstone selbst. Ja. Aber wenn ihr noch Näheres erfahren möchtet über Murdstone und wie es ihm so ergeht und was mit dem Kobold noch so ganz auf sich hat und dem ganzen Reich, müsst ihr natürlich selbst lesen. Ja, zu Anfangs hat mir das Ganze ganz gut gefallen. Es war schwarzer Humor dabei, es war so leichter Sarkasmus mit dabei und Philip Murdstone ist so ein richtiger Chaot, ein Alkoholiker-Chaot. Und er ist halt so ein richtiger Single-Kerl, der gerne halt einen hebt und in seiner eigenen Welt irgendwie brodelt als Einsiedler dort, wo er lebt. Und soll sich aber jetzt nun laut seiner Agentin eben jetzt mit Fantasy beschäftigen, obwohl er eben Fantasy überhaupt total hasst. Und es geht natürlich gehörig schief. Also Philipp ist zu Anfang ein richtig cooler Charakter, was sich allerdings leider in der Mitte dann doch etwas wendet, aber dazu komme ich noch. Dann haben wir hier den Kobold. Der Kobold, wie heißt er nochmal gleich? Ich muss mal ganz kurz gucken. Pocket. Genau. Der Kobold heißt Pocket und Pocket ist ein Kobold. Ein Kobold, ein alteingesessener Kobold, der auch kein Blatt vor den Mund nimmt, flucht und beschimpft aufs Übelste und
so kleine Tricks auf Lager hat, um andere eins irgendwie mehr oder weniger reinzulegen. Und das passiert eben Philipp mit dem Kobold. Und die zwei können nicht mit, aber auch nicht ohne so miteinander. Ja. Wie gesagt, am Anfang nimmt es schön Fahrt auf, auch wie alles beschrieben worden ist. Der Schreibstil ist nach wie vor von vorne weg bis hinten eigentlich recht gut. Ab der Hälfte leider kriegt das Buch extrem seine Längen. Die Längen sind schon am Anfang so ein bisschen dabei, aber wenn man darüber hinwegschaut am Anfang noch, fällt es nicht so ins Gewicht, weil eben dieser Kobold und Murdstone selbst das alles wieder wettmachen mit ihrem Sarkasmus und schwarzen Humor. Ich wiederhole mich gerade, aber so ist es eben. Und ab der Hälfte zieht sich das so endlich. Und aus dem Grund, weil es eine so eine komische Wendung gibt, die überhaupt nicht mehr so ganz zusammenpasst. Und es wird nur noch wir und skurril und irgendwie strange und... Also es hat nicht mehr zum Anfang des Buches gepasst. Mir hat es auch persönlich nicht mehr so gut gefallen. Und auch der Schluss war irgendwie total... Ich weiß nicht, zum Schluss hin kam mir das so vor, als hätte der Autor... Also ich hatte das Gefühl, dass wäre der Autor, möchte einfach nur noch zu Ende kommen mit diesem Buch. Will einfach nur noch fertig werden. Denn das Ende finde ich einfach nur noch, wenn ich mal so sagen darf, beschissen. Mir hat es nicht gefallen. Und ja, was ich sehr schade eben finde, weil das Buch hat echt bis zur Hälfte ungefähr richtig gut angefangen, trotz einem gewissen Teil von ein bisschen hinziehen, aber was allerdings nicht so schlimm war. Und dann ab der Hälfte muss das so absacken, es ist echt von so nach unten gesackt und dann kurz wieder nach oben und dann wieder voll nach unten, weil das einfach nicht mehr zusammengepasst hat. Und das weiß nicht, ich war damit überhaupt unzufrieden allgemein und fand es auch richtig schade eben. Deswegen hat das Ganze nur 3 Magiepunkte von mir bekommen. Weil eben der Anfang und die Charaktere eigentlich ganz gut war. Aber die Wendung zum Schluss hin, die hat es halt einfach voll weggehauen, das Buch. Leider, leider, leider. Ja. Wer Interesse an diesem Buch hat, kann sich gerne bei mir melden. Ich gebe es auch her. Vielleicht gefällt es dem anderen besser als mir. Wie gesagt, der Anfang war schon ganz gut, aber zum Ende hin fand ich es halt einfach ein bisschen lahm. Ein bisschen sehr lahm. Eben, ja. Ja, meine Lieben, das war's schon. Ich hoffe, euch hat die Rätsel gefallen. Kennt ihr dieses Buch denn schon? Wenn ja, schreibt mir doch unten in die Kommentare, wie ihr es so gefunden habt. Das würde mich echt interessieren, ob einfach nur meine Ansicht so bekloppt ist oder ob ihr das genauso empfunden habt wie ich. Und wenn jemand Interesse an dem Buch hat, schreibt mir einfach. Ich gebe es, wie gesagt, her. Und ansonsten, ihr Lieben... Oh, mir tut mein Rücken weh, sorry. Ansonsten, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wann immer ihr das auch sehen möchtet. Bis bald. Tschüss.